Hi, mein Name ist Steve Parker und ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu einer weiteren Folge vom großartigen The Legend of Zelda Majora's Mask Maskenguide hier auf Super Funtime. In der letzten Folge haben wir uns die großartigen Hasenohren besorgt, mit denen wir erstmal ein bisschen schneller laufen können, also eigentlich die praktischste Maske im ganzen Spiel. Ist keine Maske, ist ein Hut. Heute wiederum geht's um Romanis Maske. Die Maske an sich ist zwar nicht so spannend, aber die Quest, um sie dieses zu besorgen, ist eigentlich mit eine der besten im ganzen Spiel. Also ich habe sie sehr, sehr gerne gemacht. Ist ein bisschen skurriler, weil da Aliens vorkommen. Der Typ. Die Leute, die letzte Folge gesehen haben, wissen, dass da ein Stein war, den wir gerade weggebombt haben, den er in Kleinstarbeit probiert hat wegzuräumen. Jetzt ist er demotiviert. Sein ganzes Lebenswerk ist vernichtet, denn wir haben den Stein weggemacht. Und jetzt weiß er nicht mehr, was er mit seinem Leben zu tun hat. Armer Steinmetz. Aber egal, man muss Opfer bringen, um sich coole Masken zu besorgen. Der wird jetzt einfach das ganze Spiel über da stehen und einfach nur gucken in die Leere. Eines Tages wird er dann nach Hause kommen, die Frau fragt dann: Und Schatz, hast du den Felsen weggekarrt? Und dann nur. Einzelschicksale, traurige Einzelschicksale. Egal, heute geht's um Romanis Maske und wir gehen auf die Romani Ranch und reden gleich. Ihr werdet's vielleicht schon erraten haben mit Romani. Hieß das kleine Mädchen so? Ich glaube, die ist Romani. Wie hieß dann das erwachsene Mädchen? Ich bin wirklich extrem schlecht, was Namen im Zelda-Universum angeht. Ich weiß auch gar nicht, wieso das liegt. In allen anderen Spielen kann ich mir das ganz gut merken. Egal. Wir verraten unsere Namen, aber das macht nichts, denn wir werden immer Grashüpfer genannt. Finde ich eigentlich ganz süß, aber dieses kleine Mädchen erzählt uns eine spannende Geschichte, und zwar: Sie kommen. Sie kommen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass wir am ersten Tag hier vorbeikommen, sonst haben die Aliens schon die ganze Welt invasiert und da wird Majora's Maske bzw. der Mond nicht das größte Problem sein und alle Leute werden brennen und sterben. Das stimmt zwar nicht, aber es könnte sein. Ich habe es nie gesehen. Ah, das fand ich immer super skurril. Ich meine, es sind ja wirklich Aliens in Untertassen, die Kühe klauen im Zelda-Universum. Ich meine, what the fuck? Aber trotzdem, ich finde diese Quest ultra spannend, weil die einfach total abseits jeglicher Norm ist. Vor allen Dingen ist sie auch zweiteilig. In beiden Teilen benutzt man sehr viel den Bogen und ich mag den Bogen. Bogenschießen macht einfach Spaß, vor allen Dingen auf dem 3DS. Da kann man den 3DS neigen, um besser zu zielen. Das, keine Ahnung, das macht einfach Fun. Und wenn so Basissachen in einem Spiel Spaß machen, dann hat das Spiel auf jeden Fall was gut gemacht. Und Romani will erstmal uns testen, ob wir denn gut mit dem Bogen sind. Und wir müssen jetzt in einer Minute, ich glaube, 10 Ballons wegschießen, während wir auf Epona reiten. Aber das sollen wir hinkriegen, wenn wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren. So. Ich sage jetzt mal nix, weil ich will mich jetzt nicht hier blamieren, aber wie gesagt, durch diese Gyro-Steuerung. Bitte nicht gegen den Baum fahren. Durch diese Gyro. Ich krieg keinen Satz raus. Durch diese Gyro-Steuerung, da hat man es gesehen. Oh, shit. Kann man eigentlich richtig. Okay, ich werde diesen Satz nicht beenden. So, ich warte jetzt einfach. Okay, selbst wenn ich nichts sage, konzentriere ich mich nicht. Aber es sind nur noch 2 Ballons. Das sollten wir dann kriegen, wenn ich rausfinde, wo die sind. So. Und da vorne rechts noch einer. Okay, was ich sagen wollte: Durch die Gyro-Steuerung vom 3DS ist das. Also viele Leute mögen das nicht mal, aber ich finde das einfach unglaublich angenehm, so zu zielen, indem man einfach den 3DS neigt. Da kann man super fein justieren, denn der Analog-Stick vom 3DS ist nicht so gut. Muss ich sagen. Wir lernen Eponas Lied übrigens. Braucht man nicht. Das Traurige ist einfach, dass man Epona in diesem Spiel eigentlich gar nicht braucht. Man kommt mit der Goron-Maske, mit der Goron-Haut schneller voran. Und eigentlich braucht man Epona, um in gewisse Dungeons reinzukommen, beziehungsweise in gewisse Gebiete, da man über einen Zaun drüber springen muss. Aber selbst da kann man sich durchglitschen. Das heißt, für uns ist Epona absolut uninteressant. Aber für die Pferdeliebhaber unter euch kann das ja auch ein nettes Feature sein. So, jetzt überlege ich gerade, wir müssen gleich wieder einen kleinen Zeitsprung machen. Ich hoffe, Romani sagt uns, wann? Trotzdem bla 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 bla. Ich hoffe, ich habe alles verstanden. Okay, um 2 Uhr. Heute Nacht um 2 Uhr will sie uns treffen. Ah. Ich rieche ein erotisches Abenteuer in der Scheune. Nein! Woran denke ich? Link ist zu jung. Romani auch. Vielleicht. In einigen Ländern. Vielleicht in Termina ist es legal, aber trotzdem, das kann ich nicht gutheißen. Okay, es gibt eine Weckerfunktion im Notizbuch. Das ist neu. Werde ich zwar nicht nutzen wahrscheinlich, aber trotzdem, das ist interessant. Wir spielen das Thema des Zeit im Wind. Wie heißt das Ding? Ich kann das nie merken. Thema der Zeit im Wind. So einfach kann der Titel sein. Wir springen direkt zu 2 Uhr nachts und freuen uns auf einen
brisantes Abenteuer, wo wir erstmal ein paar Aliens vom Himmel runterschießen können. Das macht wirklich Spaß. Und dadurch, dass wir die Hasenohren haben, sind wir auch ein bisschen mobiler, was das Ganze minimal einfacher macht. Ich meine, es ist so oder so nicht sonderlich schwer. Und vor allen Dingen für die Leute, die es noch ein bisschen einfacher haben wollen, die können sogar noch die Zeit verlangsamen, sodass sich die Aliens auch langsamer bewegen. Aber wir werden gleich die Zeit noch ein bisschen beschleunigen, damit die Aliens sich wieder ganz normal bewegen. Dann eigentlich gewinnt man dadurch nichts, denn die Aliens sind zwar langsamer, das heißt, man kann sie einfacher abschießen, aber die Zeit verstreicht dann auch langsamer und man muss so oder so bis 6 Uhr morgens aushalten. Das heißt, die spawnen einfach immer weiter und wenn die Zeit langsamer verstreicht, dann müsst ihr auch länger gegen die kämpfen. Aber wie gesagt, jedem das seine. Wir werden die Geschwindigkeit der Zeit wieder zurückdrehen, normal drehen mit der Ballade des Kronos, so heißt es, glaube ich. Das ist mal ein Titel, den kann man sich merken. Ballade des Kronos. Wie gesagt, für die Leute, die nicht wissen, was ist das... Die Hymne der Zeit rückwärts gespielt, damit könnt ihr entweder die Zeit normal schnell verstreichen lassen oder langsamer. Langsam ist halt praktisch, wenn ihr irgendwie lange auf Exkursionsreise geht, damit ihr irgendwie kein Problem habt, dass ihr am dritten Tag irgendwie vom Mond getroffen werdet. Ist eigentlich ein sehr, sehr praktisches Lied. Habe ich eigentlich immer an für den Fall, dass ich irgendwie zu lange unterwegs sein werde. Aber in diesem Fall machen wir das mal aus, denn das brauchen wir nicht und wir müssen jetzt noch ein paar Sekunden warten. Denn um 2.30 Uhr kommen die Aliens. Und jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, denn wir haben nicht unendlich viele Pfeile in diesem Fall. Und wir müssen auch gucken, dass wir die Aliens nicht an die Scheunen lassen. Und manchmal kommen die auch von hinten. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen und sich ein bisschen konzentrieren. Aber wie gesagt, eigentlich alles noch easy peasy. Und vor allen Dingen, wenn ein Alien von hinten kommt, dann bellt auch der Hund, was man jetzt gerade hört. Denn da probiert sich gleich so einer ranzusneaken. So Metal Gear Solid Style. Aber das lassen wir nicht zu. Und ja. Wie gesagt, mit den Hasenohren ist es auch noch ein bisschen praktischer, denn man muss oft hin und her laufen, um quasi die Aliens aus verschiedenen Winkeln zu treffen. Und ich weiß gar nicht, was ich viel sagen soll. Ich meine, jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen ausharren. Bei creepiger Musik. Das Praktische ist auch, wenn man sich die Karte bei Tingle gekauft hat, dass man auf dem unteren Bildschirm, das seht ihr jetzt leider nicht, weil ich den nie einblende, weil da gibt es nie was Interessantes zu sehen, sieht man auch immer, wo die Aliens sich gerade befinden. Das heißt, eigentlich ist das hier absolut GG, easy, wie man bei LOL sagen würde und dafür reported wird. Wir müssen nur gleich gucken, wir haben gar nicht so viele Pfeile. Die Aliens lassen immer Pfeile fallen, für den Fall, dass wir uns irgendwie die Pfeile ausgehen. Aber dann muss ich ja immer hinlaufen und eigentlich ist das hier vor der Scheune die safeste Position. Wir haben, glaube ich, noch... jetzt haben wir 13. Aber das sollte gehen. Ich meine, es ist ja schon fast morgen. Müssen wir bis 6 aushalten oder nur bis 5? Ich glaube sogar nur bis 5. Bis die Sonne aufgeht. Wir machen das jetzt einfach. Vielleicht sogar nur bis... Nee. Ja, ich glaube tatsächlich nur bis 5, weil ich meine, es wird ja schon langsam hell. Die Sonne geht auf. Die Pfeile gehen aus. Ja, tatsächlich nur bis 5. Wie praktisch. So, einen mache ich noch. Einen kann ich machen. Welchen? Wer ist am nächsten? Den machen wir. Der hat's verdient. Nein, bis 6 doch. Bis Viertel nach 5? Bis halb 6? Okay. Was für eine seltsame Zeit war das? Ist ja nichts Ganzes, nichts Halbes. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Ranch verteidigt vor den bösen Aliens, die seltsam aussehen wie so Fakire irgendwie mit so einem Turban. Und wir kriegen eine Milchflasche. Das ist auch schön. Flaschen sind sowieso immer die OP-Items im Zelda-Universum. Die Glasbläser da draußen, die sind ganz reich in der Welt. Wobei die Leute schmeißen die Gläser auch immer weg, beziehungsweise die Flaschen sagen, oh, hier eine Flasche, entsorg das mal für mich in der Mülltonne. Also scheinbar können nur wir einen großen Wert daraus ziehen. Ja, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Triggert da nicht irgendwie eine Sequenz? Ich glaube, wir müssen in die Scheune. Romani ist in die Scheune gegangen, da müssen wir auch mit rein. Von Infarilt, okay. Ah, ich glaube, die öffnen erst um 6. Diesmal um 6. Dann können wir noch ein bisschen auf der Range rumlaufen. Epona im Hintergrund. Ja, ein neuer Tag fängt an. Ein frischer, neuer Tag. Und das Bild wird kleiner. Fand ich auch immer ein sehr, sehr cooler Effekt. Bei jedem Glockenschlag weniger Bild. Der Mond kommt immer näher. Ich finde, der sieht auch in der 3DS-Version ziemlich cool aus. Ein bisschen albern, aber trotzdem sah er vorher nicht besser aus, aber... Ich find's cool. Das ganze Thema bei Majora's Mask finde ich einfach richtig, richtig cool.
So, der Hund freut sich wohl uns nochmal. Okay, das wollte ich nicht. Wir wollen Pfeile haben, die hier drin sind. Und jetzt müssten wir eigentlich in die Scheune kommen, hoffe ich. Sonst muss ich gleich nochmal gucken. Ja, okay, wir kommen rein. So, jetzt überlege ich gerade, wie die Erwachsene hieß. Hieß die Marlon? Die ist in Ocarina of Time so, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die freut sich extrem, dass die Kühe noch da sind und nicht entführt worden sind. Ins große Weltall und bietet uns aus irgendwelchen Gründen an, sie heute zu begleiten. Diesen Abend um 6 Uhr. Da will sie nämlich die Milchflaschen bzw. die Milchkanister in die Stadt fahren. Und da sich momentan so ein paar böse Buben auf den Straßen rumtreiben, braucht sie auf jeden Fall ein bisschen Geleitschutz. Und wir haben ja bewiesen, dass wir extrem gut mit Pfeil und Bogen umgehen können. Deswegen wir beschleunigen wieder die Zeit, gehen zu 6 Uhr abends des zweiten Tages. Wie gesagt, man muss die Quest am ersten Tag anfangen, damit man hier überhaupt die Option hat, mit den anderen Sachen weiterzumachen. Nur so als Information, falls irgendwie ihr nie auf den unteren Rand des Bildschirms guckt. Da seht ihr übrigens immer auch die Uhrzeit, falls ihr irgendwie nachgucken wollt, wann, wo, wie muss ich wo sein. Aber wenn ihr so ein bisschen an die Reihenfolge der Videos halt, dann könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Ich sage ja auch immer am Anfang, was wir machen wollen. Und ich glaube, wir schlüpfen gleich in unsere Superhelden-Identität, in Birdman. Denn damit können wir auf jeden Fall die Leute viel effektiver vertreiben. Ich merke gerade, dass der Karren ein Lenkrad hat. Wie albern ist das denn? Was macht denn bitte das Lenkrad? Zügel sind schwer zu animieren. Das kann man den Leuten heutzutage nicht zumuten. Es muss schon ein Lenkrad sein. Ich finde es auch schön, dass wir einen Esel haben. Esel in der Welt von Zelda habe ich auch noch nie gesehen, irgendwie. Epona lassen wir hier. Wie gesagt, Epona werden wir niemals verwenden. Das ist so traurig. Ha, ist das schön. Sonnenuntergang, romantische Stimmung mit einer netten Dame und ihrem Esel. Wo geht das Lenkrad hin? Geht das in den Hintern vom Esel? Nein. Oder? Ah, es ist so albern. Ich finde es auch gut, dass wir die Maske weiterhin tragen, auch in den Zwischensequenzen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Maske weggeblendet wird, aber dem ist nicht so. Das fügt doch ein bisschen Dramatik in diese Szene rein. Oh, Link, ich habe noch nie so einen schicken Typen gesehen wie dich. Mit so schönen Federn. Ich komme nicht auf das Lenkrad klar. Oh Mann. Ich finde es gut, dass der Mond einfach die ganze Zeit eingeblendet wird. Oh, hier ist der Mond und hier ist nochmal der Mond. Einfach, damit man weiß, was los ist. Oh Mann, der Steinmetz steht da immer noch. Seit Tagen steht er da. Ich hab echt Mitleid mit dem. Was mache ich nun mit meinem Leben? Ich habe hier nichts mehr zu tun. Das ist echt traurig. Oh Mann. Immerhin, wir haben den Blick des Todes. Ah ja, trauriger Typ. Aber über den wird auch nicht gesprochen. Niemand erzählt was. Oh, wir reiten jetzt einfach ganz, ganz langsam an ihm vorbei. Der tut keinem was. Solange wir ihn nicht ansprechen, wird alles okay sein. Seine Existenz wird einfach verleugnet von allen Leuten. Aber endlich geht's ans Eingemachte. Ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, bis wir hier so ein bisschen wieder ins Gameplay reinkommen. Zwischensequenzen sind immer schwer für mich. Denn ihr wisst, ich bin kein richtiger Let's Player und ich wüsste nie, was ich immer sagen sollte, außer ich spiele. Und dann kann ich sagen, oh, ich drücke jetzt übrigens die B-Taste, weil die richtig gut ist. Was ich hoffe. Ich habe jetzt null aufgepasst, aber wenn sich die Sequenz nicht geändert hat von der N64-Version, können wir jetzt einfach die B-Taste die ganze Zeit mashen. Denn wir haben endlos viele Pfeile und müssen erstmal diese Räuber hier weghalten. Lustigerweise sterben nicht, aber der Trick bei den ganzen Sachen ist einfach, die dann abzuschießen, wenn sie ihren kleinen Ayatollah-Schrei loslassen. Also sollte eigentlich auch nicht so schwer sein, denn sie haben ein relativ einfaches Pattern. Man kann die ganze Zeit die B-Taste mashen und ja, wenn man sich nicht gerade total verzielt, man hat auch super viel Zeit. Insofern eigentlich auch nicht so die Challenge. Aber es macht Spaß. Ich meine, das ist hier so ein bisschen Call of Duty-mäßig. Oh mein Gott. Einfach draufhalten. Und auch hier finde ich es wieder gut, dass man die Gyro-Steuerung nutzen kann, denn das macht das Zielen so viel einfacher. Es ist eigentlich fast unmöglich zu verfehlen. Und auf jeden Fall sind das die toughesten Gegner im ganzen Spiel. Die meisten Gegner sterben ja, wenn man die zweimal mit den Pfeilen trifft und die halten einfach ultra viel aus. Ich sag's ja. Letzter Secret Boss, die Gorman-Brüder. Unbesiegbar. Auf jeden Fall unbesiegbar. Auch mit allen Masken der Welt. Aber wir haben es geschafft. Schön, schön, schön. Ich mag diese Mission einfach. Macht einfach Spaß, muss man sagen. Die anderen Sachen waren ja immer so, ja, geh dahin, rede mit dem und hier hast du eine Maske. Aber hier muss man ein bisschen was für sein Zeug tun.
Ne? Erstmal hier die Aliens bekämpfen, die Räuber abhalten, vorher noch mit Epona so einen total krassen Parcours ablaufen und wir kriegen Romanis Maske. Yay, sieht aus wie eine Kuh. Damit kommen wir in die Milchbar. Sie heißt zwar Milchbar in diesem Spiel, aber eigentlich ist es ein Nachtclub, eine Busenbar sozusagen, wo man Milch kaufen kann, in Anführungszeichen. Bloß weil es Milch heißt, heißt es ja nicht, dass es auch wirklich Milch ist, aber auf jeden Fall kann man die Maske noch ganz gut benutzen. Und ja, eigentlich war es da schon. Für diese Folge finde ich ein bisschen traurig, denn das war auf jeden Fall eine der spannendsten Quests. Demnächst gibt es auch noch weitere coole Quests, muss ich sagen, aber das war schon eigentlich mein All-Time-Favorite. Wir sehen großartig aus mit dieser Kuhmaske bzw. Kuhhut. Damit wird man als Mitglied erkannt in der Bar. Spricht viel gegen diese Bar, möchte ich nicht unbedingt hingehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Demnächst geht's weiter mit dem großartigen The Legend of Zelda Majora's Mask Maskenguide hier auf Super Funtime. Macht's gut. Bye, bye.